Was ist Bartbalsam und wofür nutzt man das? Wenn du dich das fragst, dann bist du hier richtig, denn in diesem Video erkläre ich es dir. Und damit herzlich willkommen hier zu Geheimratsecken TV. Ich bin Max und seit über drei Jahren versuche ich dir alle wichtigen Fragen rund um Barthaare und mehr zu beantworten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer kurzen Kurzantwort. Bartbalsam, wie sowas hier, ist einfach zur Bartpflege und zum Bartstyling da. Und wenn du vielleicht auch schon mal zum Beispiel vom Bartöl gehört hast, das hier ist ganz einfach was viel cremigeres. Und jetzt die lange Antwort. Warum sollte ich denn jetzt Bartbalsam benutzen? Es ist so, Bartbalsam reduziert Juckreiz, weil zum einen pflegt es die Haut und zum anderen auch die Haare. Wenn die weicher sind, kratzen die nicht so sehr auf der Haut. Starre Haare werden weicher. Der Bart glänzt ein wenig, es reduziert Spliss und brüchiges Haar, genauso wie auch so ein Bartöl, aber gleichzeitig, weil da auch gerne mal Wachse mit drin sind, Buttern und andere Sachen, hält es deinen Bart auch irgendwo mit in Form. Manche mehr, manche weniger. Und weil so ein Bartbalsam auch echt gute Inhaltsstoffe mit drin hat, kann es trockene Haut und Schuppen vorbeugen oder wenn du sie bereits hast, vielleicht etwas lindern. An sich ist so ein Bartbalsam entweder ein Ersatz oder eine Ergänzung zum Bartöl. Es hat zum Beispiel ergänzende Fettsäuren, weil was im Bartöl häufig nicht mit drin ist, ist sowas wie Kokosöl, Kakaobutter, Shea-Butter. Und die haben aber nochmal eigene Fettsäuren drin, die deinem Bart echt gut tun können. Genauso wie deine Haut. Es ist genauso wie im Bartöl ganz einfach auch Öl drinnen, also auch Traubenkernöl, auch Jojoba oder Jojobaöl können hier enthalten sein. Es ist super für Haut und Haar, also das Barthaar geeignet, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und rein vom Gefühl her bleiben viele von diesen Bartbalsamen länger im Bart vertreten, also man spürt die irgendwie länger. Und die Pflege ist gefühlt für mich auch länger im Bart vorhanden. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, dem Styling. Mit einem Bartbalsam hier, da das ein bisschen härter ist, wie ein Öl. Klar, Öl ist einfach nur flüssig, aber dadurch, dass halt da Wachs enthalten sind, vielleicht auch festere Buttern, die schaffen es, dass deine Seiten zum Beispiel schön angelegt sind oder generell dein Bart einfach besser kontrollierbar ist. Bei manchen hilft es vielleicht schon bei einem Schnauzer, also wenn du einen sehr, sehr voluminösen Schnauzer hast und nur so ein bisschen mehr Kontrolle haben möchtest, als du bisher hast, dann kann es sein, dass so ein Bartbalm auch schon reicht. Genauso wie beim Bartöl, dazu habe ich hier dir auch schon ein Video gemacht, ist die Frage natürlich auch immer offen, warum denn jetzt ein Bartbalsam und nicht einfach eine Lotion oder eine Creme, die man so in der Drogerie einfach so bekommt. Und da würde ich zum einen sagen, viele Cremes an sich aus dem Tiegel lassen sich nicht so leicht im Bart verteilen, also kommt das nicht so schnell an die Haut darunter hin. Und andererseits sind viele Cremes oder Lotions teilweise einfach nicht für Haut und Haare richtig gut geeignet. Nun, wie sollst du das Ganze benutzen? Du gehst her, schraubst dir das auf und greifst du hier mit dem Finger rein. Zack, nimmst dir so viel wie du brauchst, meine Bartlänge. Habe ich jetzt so viel, ich vergrößere dir das hier jetzt mal noch. Dann, ich lege das mal eben ab, machst du es warm zwischen den Händen. Bei manchen geht es leichter, bei manchen schwieriger, manche sind auch ein bisschen klumpig. Dazu kommen wir dann gleich noch. Du machst es warm, dann verschwindet es auch hier in der Hand. Und dann einfach schön hier überall, wo du es haben möchtest, verteilen. Im Schnauzer, im restlichen Bart. Du kannst auch schauen, wenn du kein Bartöl benutzt und auf Nummer sicher gehen willst, dass deine Haut darunter richtig schön gepflegt ist, kannst du hier richtig schön noch reingehen und dann hast du es eigentlich schon in dein Gesicht, in deinen Bart und auf die Haut aufgebracht. Jetzt eben noch zum Klumpen. Es gibt manche, die sind nicht so gut verarbeitet wie das Brisk, das was ich dir gerade eben gezeigt habe, aber das kommt auch gleich noch in den Beispielen für relativ coolen Bartbalsam. Wie gesagt, Klumpen sind so kleine, oftmals Wachskügelchen, die nicht richtig aufgelöst wurden und die sind nervig. Die muss man dann wirklich ganz dumm lange verreiben, dass das, ja, dass sich das gut aufwärmt und verflüssigt und man das gut einarbeiten kann.
Dafür aber einfach das Bartbalsam auf die Heizung stellen und warten, bis sich das verflüssigt hat und dann einfach ein bisschen schütteln oder umrühren, je nachdem, wie du es möchtest. Und jetzt eben noch zu den Beispielen. Ich habe hier eben schon das Brisk gehabt. Über das habe ich auch ein Video gemacht, das kann ich dir hier oben verlinken. Es ist echt super, es klumpt nur sehr. Also es hat viele Klumpen drin, sagen wir mal so. Das habe ich eben auch, wie vorhin erwähnt, auf die Heizung gelegt, das geschüttelt und jetzt passt es perfekt. Ich habe es auch statt dem Bartöl verwendet und das funktioniert echt gut. Es ist ein sehr weiches Produkt, was heißt, es bietet nicht viel Kontrolle über den Bart. Ein bisschen schon, aber viel ist es nicht. Es pflegt mega gut und als etwas härteres Bartbalm, was ich empfehlen kann, welches ein bisschen mehr Kontrolle gibt, weil es einfach ein bisschen mehr Wachs enthält und ein bisschen härter ist, das wäre Mr. Beer Family. Das kann ich dir gerne unten in die Beschreibung reinstellen. Sonst habe ich nicht so viele getestet. Dr. K-Soap zum Beispiel, das kann man noch verwenden. Ist auch was Weiches, aber tatsächlich muss ich sagen, das Brisk, das fühlt sich sehr ähnlich an und kostet halt um einiges weniger teilweise. Ich stelle dir trotzdem mal alles drei unten in die Beschreibung. Jetzt kannst du hier abonnieren und hier zwei Videos ansehen, falls sie interessant sind. Und damit wieder schauen und reingehauen. Tschö. Yes.